Soll er ja. Die sollen ja lernen zu differenzieren. So, hier kannst du anfangen. Hier kannst du ansetzen. Das Glas immer kurz vor dem Mund aufmachen, weil dann nutzt du die Geruchswolke in den Hund rein. Wenn du jetzt aufmachst, ist der Spaß schon vorbei. Die erste Duftwolke weg. Okay, kannst du machen? Mach mal. Riech und schwenk. Geh mit ihm nach links. Mach doch auch von selber. Bleib stehen, Leine reingeben. Genau. Jetzt warten wir, dass er umdreht. Er dreht jetzt, Leine sofort wieder einholen. Du musst schneller den Moment abfassen, mit Leine einholen. Ah, da kommen jetzt welche entgegen. Aber du siehst, er ist wieder auf der Spur. Jetzt siehst du, er hat Richtung. Er läuft nach vorne. Auch wenn er noch pendelt. Nicht so weit da reinlaufen lassen, brauchst du gar nicht. Das gibt immer Ärger. Und bringt den Hund raus, wenn du ihn reingestrickt hast. Nicht wegziehen. Nur halten. Nur halten. Der muss schon von selber rauskommen. Wegziehen ist immer Einfluss. Ne? Ja. Oh, das hängt aber, hast du nicht eng genug nach hinten gemacht. Ne? Das hängt auch so ein bisschen auf der Seite. Bleib ein bisschen zurück. Geht aber auch überall rein hier. Gut. Ja. Der Ehrgeiz war ihm angetan. Lass ihn weiterarbeiten. Ich tue dir nicht helfen. Du musst alleine rausfinden. Wo ist er? Kühl ein bisschen ab. Und dann Nase auf dem Boden. Nein. Gib einfach nur Leine. Also, hast du 10 Meter genommen? Also, okay. Kommt mir so lang vor. Aber wahrscheinlich, weil so breiter ist. Nein, nur Leine geben. Stell dich schräg zum Hund, seitlich, genau. Eigentlich andersrum, du siehst, der macht auch einen Rücklauf links. Wenn der Rücklauf links macht, bleibst du an der rechten Seite stehen. Wenn der den Rücklauf rechts macht, bleibst du auf der linken Seite stehen. Müssen wir mal drauf achten, ob der immer einen Rücklauf links macht. War auch einer der Punkte in der Präsentation. Ja. Ist egal, kannst du auch noch nicht am Anfang. Ich sag's euch nur, um euch das noch mal zu zeigen. Ja, kein Thema. Aber du siehst, er geht direkt mit. Du siehst, er hört nach vorne. Nicht rausziehen. Und geh ruhig langsam. Du gehst jetzt wieder auf eine Entscheidung zu. Noch ein bisschen. Wenn der Hund dann noch drin ist, nimmst du Tempo rausnehmen, vermindern. Bisschen, nicht so stark. Und dann Leine gleiten lassen. Leine locker. Er hat noch nicht. Er hat jetzt andere Sachen im Kopf. Pipi-Stelle. Wo ist es denn? Langsam fahren. Und? Jetzt ist er natürlich abgelenkt, weil hier so viel Bewegung ist. Ne? Ja, der kann gar nicht, der schnuppert auch nicht. Ja, jetzt aber. Jetzt hat er. Ist egal, du brauchst auch nicht auf Spannung warten. Die Spannung machst du hinterher. Du guckst auf seinen Körper. Auf Körper. Der hat Vorwärtsdrang und er wird flacher. Hm? Darauf musst du achten. Die Leine holst du dann später an. Und jetzt muss er erstmal kacken. Jetzt achtet mal drauf, der kriegt gleich den Hochwind. Aber jetzt kriegt er sowieso nichts mit.
alles egal. Wissen wir, was ihr machen sollt? Huh? Ja, weiß ja noch. Jetzt nimmt er nochmal Nase tief. Ist ein bisschen verwirrt heute. Ja. Geh hinter. Geh dahinter. Oh, jetzt wieder. Langsam. Nö, ist Pipi-Stelle erstmal. Ja, lässt sich verleiten jetzt neuerdings. Ne? Was noch? Ja. Ich erinnere mich an die letzten Wochen. Regina ist läufig. Ja. Deswegen habe ich sie da gelassen wegen Jungspund. Aber er macht noch seinen Job, deswegen das hört nachher wieder auf. Nur eine. Tja, mit dem Hochwind ist jetzt nicht. Ja, geh mit ihm. Du bist zu sehr versetzt. Ja, aber hat, wie gesagt, er hat andere, der konzentriert sich nicht, ne? Ja. Das sehe ich eher mit. Aber jetzt mit. Jetzt hat er da, jetzt siehst du den Hochwind. Er wackelt mit dem Schwanz, Annäherung. Und ist auch schon da. Hm? Hast du ein schönes Plätzchen hier? Ja. Schön trocken hier. Super gemacht. Ja, also jetzt am Ende hat es doch wieder. Ja, also. Okay. Ja. Musst du auch. Darf man auch nicht zu schwer machen, ne? Wie gesagt, überfordern ist sehr kontraproduktiv.